Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Workers and Resources Soviet Republic hier aus DGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sehen hier unten, die Straße wird gebaut. Da ist jede Menge Teer schon da, aber kein Teerleger. Oder sehe ich das jetzt falsch? Dafür sind hier wahrscheinlich noch Leute drauf. Naja, zumindest einige. Okay, also da geht was vorwärts. Hier oben ist auch viel Bewegung. Und da kommt der Teerleger langsam angefahren. Okay, also der wurde nur nicht gefahren, der kommt dann da halt mal ganz langsam angerollert. So, oh, das Kino ist sogar voll besucht hier. Ach, guck dir das mal an. Das habe ich auch noch nicht gesehen, dass da mal so viele Leute drin sind. Naja, gut. Okay, ist es halt so. Und wir selber wollen, natürlich jetzt haben wir das Zementwerk. Achso, das Ding haben wir fertig, genau. Und dann muss ja hier die Baustelle fertig werden, damit das dann hier in Betrieb gehen kann. Und dann müssen wir mal alles, was da dran gehört, sozusagen auch mitbauen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon bauen kann, weil das jetzt da dran hängt. Warte mal, da muss ich sowieso... Da ist ja hauptsächlich der hier mit dran beschäftigt, glaube ich. Ja, der kann das bauen. Und diese Förderanlage, die ist natürlich, sagen wir mal, schweineteuer. Machen aber die 5 Tonnen mechanische Teile halt. Ne? Das ist natürlich was original richtig teures. Aber dann können wir hier zumindest schon mal so ein bisschen was aufbauen. Ich weiß nicht, habe ich hier einen Weg dran an dem Ding? Da müsste ich mal noch einen Weg hinbauen, ne? Dann machen wir uns das aber einfach, weil da müssen wir ja nicht so oft hin. Eine andere Struktur ist im Weg. Alles klar, okay, da ist was im Weg. Das kriegen wir nicht so gebaut. Dann müssen wir das mal kaufen. Na gut, 9000 Rubel. So ist es halt. Aber es muss dann halt gekauft werden. Wenn es nicht geht, geht es halt nicht. Das ist dann halt so. Wenn wir da keine Straße mehr hinbauen können. Weil ich denke mal, das hier im Weg ist. Gehen wir hier keine Straße mehr hin, oder dass ein ungünstiger Winkel ankommt. Keine Ahnung. Jemals ist da was im Weg. Gut. Okay. Akzeptiert. Lassen wir so. So, dort sind jetzt 19 Mann beschäftigt. Wie sieht es hier aus eigentlich? Holz ist voll, Bretter sind voll. Jo. Da liegt richtig viel Zeug rum. 870 Tonnen. Und hier haben wir auch noch jede Menge Holz schon mal. Und es ist noch jede Menge auch im Wald zu holen. Also da geht noch ein bisschen was. Da können durchaus noch die Arbeiter richtig was schaffen. So, wie sieht es hier aus mit den Intelligenzbestien 43? Ich wollte mir das mal merken, 61, also da müssen wir oder später sicherlich nochmal wieder richtig hart dran. Ja, und damit die Leute dann... Ja, wenn jetzt hier 32% aus dem Kohlekraftwerk arbeiten, ich gebe mir noch ein paar mehr drauf. So. Damit ein paar mehr wieder hier drin arbeiten, die auch arbeiten können. Damit hier dann regelmäßig der Strom auch... ja, reinkommt. Gut, wo sind wir denn überhaupt? Im September sind wir angekommen. Ich glaube, ich habe diesen Monatszyklus oder Monatsrhythmus, den kriege ich jetzt nicht mehr hin mit den Aufnahmen. Da habe ich mich, glaube ich, ein bisschen rausgebracht mit den etwas längeren Folgen. Oder beziehungsweise auch der letzten, die war ja ein bisschen kürzer, glaube ich. War nicht viel, ne? Aber hier sind auch schon ziemlich viele Busse am Ankommen, aber auch ziemlich viele Arbeiter dort. Das ist schon mal ganz okay. Da kann was draus werden. So, die Leute hier, die kommen dann, kommen die eigentlich überall nicht mehr ran. Kindergarten, Schule, Sport, Freizeit, Einkaufen und da die Bushaltestelle. Also das Ding können wir dann eigentlich auch noch bauen lassen. Aber da können wir ja vielleicht eventuell hier die ersten Teile schon fertig haben hier, die produzieren. Da gehen auch einige Arbeiter schon rein. Das werden wir jetzt erstmal auch ein bisschen regulieren, dass da nicht ganz so viele reinlaufen. Und wir sagen mal, um jetzt kurzzeitig mal ein bisschen was zu produzieren, um einfach zu gucken, wie es abläuft und wie es funktioniert, dass wir Ressourcen kaufen. Für 71 Tonnen brauchen wir 9 Tonnen Zement. Wir gucken mal, was sind denn so die kleinsten Einheiten, die wir kaufen können. 4 Tonnen, da brauchen wir dann ein bisschen Kies für. Ja, das sollte jetzt mal gehen. Das kaufen wir jetzt einmal für Rubel und dann gucken wir mal, wie die Produktivität hier ist und dann sehen wir, wie hier schon mal die Platten wachsen. Sehr schön. Gut. Okay. Also das Werk funktioniert auch so, wie es soll. Wir haben einmalig ein bisschen was reingekauft, damit die Arbeiter, die jetzt hier sind, natürlich nicht umsonst dort sind und dass dort ein wenig was passiert. So, kann ich da eigentlich dran rumbauen mit? Dann würde ich nämlich dem Büro da auch sagen, was sollen wir hier ein bisschen was noch machen? Geht auch. UMG-Förderer. Ja, braucht wirklich Stahl und mechanische Bauteile. Also das ist das Einzige, wo man da rankommt.
Und hier wird hoffentlich angeliefert. Ich weiß es nicht. Ein paar mechanische Teile sind schon da. Stahl könnten doch eigentlich die großen Fahrzeuge hier fahren, oder nicht? Hier müsste doch Stahl rumliegen. Versteht man wieder nicht. Warum wollt ihr nicht fahren? Was ist euer... Nun gut. Irgendwas haben sie jedenfalls dagegen, dass sie fahren können oder wollen. So, hier ist jetzt ziemlich viel am Ernten und hier ist was am Wachsen. Hier waren vorhin... Ah ja, gut, okay. Also beim letzten Mal waren hier noch jede Menge Material an Korn drauf, aber... Oh, hier sind 50 Tonnen drauf. Na, der fährt wir wahrscheinlich noch ein paar Mal, aber naja. Wie sieht's aus hier mit dem Stau? Noch nicht ganz so schlimm wieder. Gut. Aber es ist, stapelt sich Getreide in unserem Lager. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ja, da müssen wir vielleicht eventuell nochmal dran. Kohlekraftwerk, Busplattform. Ach, die arbeiten auch schon fürs Kohlekraftwerk. Na gut, da kommen auch nicht viele mehr rum, ne? Naja. Gut. Ich glaube, ich muss Arbeiter von hier hinten wirklich auch noch da kacheln. Also hier in die... In den Bereich hier für die Nahrungsmittel. Wo ich sagen muss, wenn natürlich die 26 und die 8, die jetzt hier sind, dann noch damit wieder arbeiten, beziehungsweise hiermit wieder arbeiten, dann sollte sich dort auch etwas mehr einstellen an... Arbeitskräften und schnellerer Produktion und eventuell auch höherem Verbrauch von den ganzen Materialien. So, noch eine kurze Info dazu zu meinem Equipment gerade. Da ändert sich nämlich gerade ein bisschen was. Also ich habe erst einen neuen Mikrofonarm hier geleistet, der ein bisschen längere Schenkel hat. Ja, ich habe Schenkel gesagt und auch lang. Bietet mir ein bisschen mehr Freiraum hier mit den Armen. Es sollte weniger häufig vorkommen, dass ich das Mikrofon boxe. Obwohl es hier in dem Let's Play eher weniger vorkommt, weil ich ja hier so ein bisschen weniger auch mit den Armen rumrudern muss. Hier ist es ja wirklich ein bisschen Tastatur bedienen, ein bisschen klicken, ein bisschen machen. Aber, wo wir gerade beim Klicken sind, da hat sich auch was getan. Ich habe ja öfter mal über meine Logitech-Maus ein bisschen so gemeckert. Vor allen Dingen, also viele haben sich das auch gerne mal anhören müssen. Naja, gerne weiß ich nicht, aber anhören müssen im Let's Play von Factorio, dass ich mich immer ein bisschen über die Maus beschwert habe. Ich habe mir jetzt, es gibt sie wohl wieder, die von Mad Catz, die Ratten. Und ich habe mir eine Red 6 Plus gekauft. Finde ich jetzt erstmal so von der Handhabung wieder sehr schön. Also ich habe das Gefühl, dass ich genauer auf meinem Monitor einfach bestimmte Punkte anfahre. Könnte meiner hektischen Spielweise aber auch wieder ein bisschen dann, sagen wir mal, Tribut zollen, weil ich da wahrscheinlich dann wieder ein bisschen häufiger da drauf rumklickern werde. Oder beziehungsweise ein bisschen häufiger versuche dann, das durcheinander zu lösen. So, hier müssen wir natürlich auch... Ist das hier schon? Ach, guck mal, da hat schon... Nee, das ist die erste Bauphase. Okay, warte mal, dann werden wir das Lager auch schon mal... Ich muss jetzt hier langsam aber sicher anfangen, dass ich das hier alles durchgebaut kriege. Habe ich denn hier oben? Das habe ich schon fertig, ne? Hier muss ich bloß mal einen Bus hinschicken, ne? Na ja, gut, okay, das kriegen wir ja dann hin. Wenn es denn soweit ist, dass hier irgendwo Leute drin arbeiten, naja. Da weiß man nicht, ob da welche arbeiten wollen. Wahrscheinlich arbeitet nachher wieder einer der ganz großen, gut ausgebildeten Leute dort. So, das heißt also hier, du Tiefbauunternehmen, kannst dir erstmal das Lager schon mal mit in Betracht ziehen als sehr schöne Investition in Zeit und Geld. Genauso wie du. Dann können wir hier das Lager schon mal bauen. Und dann sind wir hier schon mal dann durch. Hier hat es jetzt, na doch. Ich habe doch hoffentlich automatischer Kauf ist aus, manueller Kauf, ja. Ist das schon voll jetzt hier, das Lager? Nö. Drei Arbeiter haben wir, was ist denn hier? Betrieb ohne Probleme. Achso, nee, Zement ist natürlich, ja, ja, nee. Ah, ich habe gerade hier unten geguckt und dachte mir, da ist doch so viel, aber nee, sind bloß 28 Tonnen Paletten, Betonplatten schon mal dort. Gut, die werden natürlich dann hier rübergebracht, wenn es denn sein muss. Angebunden sind sie ja. Weiß ich gar nicht, ob das jetzt automatisch hier rübergebracht wird. Aber auf jeden Fall ist das jetzt hier unser ganz großes Plattenvorgefertigt-Lager. Zement fehlt. Ja, okay. Keine Ressourcen. Ich weiß noch nicht, warum es da jetzt nicht hintransportiert oder hier sich ausnivelliert. Aber das werden wir sehen.
wenn es dann soweit ist. Das heißt, wir können hier Platten vorgefertigt und Stahl gibt es hier nur noch. Die Platten vorgefertigt werden hier, habe ich aktiv schon aus dem Einkauf rausgenommen. Okay, also wenn wir den nächsten Plattenbau machen werden oder wo sie verwendet werden, dann können wir schon mal auch hier drauf zurückgreifen und dann müssen wir dann eventuell hier sagen, Menschenskind, ich muss da mal zwischendurch noch was produzieren. Gut. So, hier haben wir noch eine Baustelle, eine Bushaltestelle, die wir erstmal noch nicht brauchen. Wichtig ist die Bushaltestelle, dass die gleich was kriegt, damit unser Betonwerk, beziehungsweise, ach so, ist die, das muss ich natürlich auch noch bauen. Aber da komme ich noch gar nicht hin, weil ich die Straße noch nicht fertig habe. Was kostet mich die Straße? Jo, das finanzieren wir mal durch. Und ich glaube, ich finanziere auch diese Straße durch, damit denn hier schon mal quasi die Hauptstraßenverbindung, die Verkehrsader durch unsere BHG fertig ist. Und hier dann schon mal immer durchgefahren werden kann mit. Damit, ja, etwaige Interessenten, vielleicht eventuell sogar schon für diese Platten, die wir da jetzt erstmal noch nicht interessieren lassen, aber das kommt ja dann noch. So, das können wir dann ja auch denn umstellen, wenn es soweit ist. So, wollte ich noch irgendwas? Nee, jetzt erstmal nicht. Also, ich sag mal, ich muss meine Bauaktivität natürlich wieder ein bisschen im Auge behalten. Okay, hier ist der Teerleger jetzt schon fertig, okay. Das heißt, ich könnte jetzt hier den nächsten Abschnitt quasi machen, weil ich den Teerleger habe. Hier ist auch fertig. Okay, dann können wir hier den nächsten Abschnitt machen. Sehr gut. So, bitteschön, das aktualisieren hier. Huch, weit gezogen. Das aktualisieren bitte. Und das Ganze kümmert sich natürlich wieder hier unsere beiden wunderschönen Tiefbauunternehmen drum. Ja. So. Gut. Okay. So, großer Speicher, das war das hier, ne? Das wird jetzt auch gerade befüllt, aber gut, da sind ja dann Beton und sowas dabei. Und als nächstes den Stahl und diese mechanischen Komponenten. Wir werden mal, ich glaube, ich werde jetzt diese Straße hier noch anfertigen, dann ist die auch schon mal durch. Sieht schon mal ganz gut aus. Hier müssen wir mal gucken, ob wir hier vielleicht, naja, nee, werden wir auch nicht rumkommen, weil wir hier jetzt ganz quasi so zugebaut haben. Na gut, dann müssen wir halt immer hier außen rum bis dahin fahren und dann wieder zurück. Da werden wir ein paar LKWs für brauchen, ein paar Zementtransporter. Und da müssen wir mal gucken, wie kräftig das quasi dann zu Buche schlägt. So, jetzt haben wir hier 106 drin. Ja gut, die Baustellen, die ziehen jetzt natürlich wieder Leute ab von der Arbeit. Das kennen wir ja schon. So, wie sieht es hier eigentlich aus? 10 Professoren, wunderbar. Hier sind auch nur Professoren drin. Hier sind auch nur Professoren, nicht Professoren, aber zumindest studierte Leute drin. Und hier auch, einer besitzt sogar schon einen Computer. Das ist sehr gut. So, das ist wirklich sehr, sehr gut. Das heißt also auch der akademische... Oh ja, hier sind 25 drin. Hier sind schon 4 drin immerhin noch. Hier hätten wir 6. 15. Ich glaube, es wächst. Aber hier haben wir auch welche drin, die keine Berufsausbildung haben. Wo jetzt quasi dann also noch unsere Schule hier arbeiten muss. Und ich hoffe mal, ja, sie arbeitet einigermaßen gut. Da sind auch ein paar Erwachsene dabei schon, die da noch mit hingehen. Wie sieht es auf dieser Schule aus? Da haben wir keinen Lehrer, das ist ungünstig. Hier haben wir mindestens einen Lehrer. Okay, wir bräuchten aber auch einen zweiten. Und hier haben wir 4 Lehrer. Bräuchten aber eigentlich theoretisch noch 2 mehr. Na gut, das wird sich hoffentlich noch ergeben. So, wird denn hier jetzt eigentlich dran gebaut oder nicht? Ich sehe hier gar nichts, dass hier gar nichts passiert, außer dass hier mechanische Komponenten angebracht wurden. Na gut. Ich glaube, ich habe ein paar viele verschiedene Baustellen jetzt im Betrieb. Was man hier einen Kran für brauchen, um diese Brücke dort zu bauen? Theoretisch nicht gesagt, ja, weil man doch recht große, sperrige Objekte dort bewegen muss, aber ja, wir werden sehen. Gut, dann ist das hier bald fertig. Okay, der Anschluss steht schon. Dann können wir wirklich anfangen, auch Leute hier hoch zu transferieren und hier oben den Bau anzufangen. Gut, wir werden jetzt noch ein bisschen hier diese Stufe raus operieren, so ein bisschen hier bis dann da hoch, immer noch ein bisschen planieren, damit wir denn hier uns quasi so die Stadt planen können. Ich denke mal, das wird dann hier einen Stadtkern geben, also einen größeren und dann so ein paar kleine. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache, ob ich dann vielleicht mit so kleinen Satelliten arbeite, wo dann so kleine Unternehmen sind. Aber dann muss ich natürlich mit unseren LKWs die Verteilung der Nahrung und ähnlichem wesentlich besser gestalten und natürlich auch die Leute wieder zurückbringen, dass die hier arbeiten, weil momentan, wie wir sehen, ne? Naja, gut, jetzt haben sie aber das Pflanzenlager schon wieder, nö, war die auch noch nicht so doll geschröpft. Da sind immer noch 60 Tonnen hier drin, ne?
finde ich sehr, sehr sportlich. Ist okay. So, hier ist gerade kein Alkohol. Wahrscheinlich steht hier auch gerade ein LKW. Ja. Aber es ist gute Auslastung. Das erkennt man immer daran, dass es dann ordentlich räuchert hier. Dann müssen wir nämlich, dann sind wir nämlich ziemlich hochrangig bei der Effizienz. Ich glaube, das ist so ein kleiner Indikator davon, wie gut das Unternehmen gerade arbeitet. So. Was warst du für einer? Nahrungsmittelfabrik. Alles klar. Er wird da gerade ein bisschen was abholen und dann hier hochbringen. Irgendwie wird da nicht dran gearbeitet, ne? Aber es fährt wahrscheinlich regelmäßig der kleine Barkas hier hoch, der immer mal ein paar mechanische Teile bringt, weil so viel kann der, glaube ich, nicht transportieren, ne? Hier, da ist er nämlich, der hier. Der kleine Übeltreter. Da kriegt er gar nicht so viel von mit, ne? 150 Kilo, aber immerhin. Naja, so viel kriegst du auch mit einem Autohänger, also so ein Auto und so ein Klaufix kriegst du auch so in den Fall das weg. So, wächst hier schon was dran? Ne. Das ist nur das, der Anschluss, okay. Aber das ist auch als Baustelle. Ach, da sind auch schon mechanische Teile hingerückt. Ah ja, okay. Also bringt immer mal Abwechslung, mal da hin. Na, mal gucken. Ich weiß noch nicht, warum die nicht ausrücken hier und keinen Stahl dahin bringen. Das ist mir... Das ist mir schleierhaft. Aber vielleicht komme ich da noch dahinter oder da drauf. Ich sag mal so, Stahl kannst du hier ja holen. Da haben wir welchen. Oder habe ich hier die Stahl... offenes Lager. BAG-freie Lager. Ah, ja. Da habe ich das... Da habe ich das Lager... Ist hier falsch für den Stahl. Deswegen transportieren die da keinen hin. Ist das hier auch falsch? Stahl, offenes Lager, Fabrik. Nee, hier ist richtig. BAG-freie Lager. Das ist auch falsch. Ziegelsteine sind hier auch falsch noch. Okay, das müssen wir dann mal berichtigen. Also Stahl musst du von hier holen. Ziegelsteine. Ah, okay, da haben wir also mal richtig Mucks gemacht. Ziegelsteine gibt es hier. Und das gibt es dann nachher hier. So. Okay. Gut, okay, na gut. Dann erklärt sich das, warum die keinen Stahl gefahren haben und wir uns überall wundern und warten, dass wir Stahl an die Baustelle kriegen, wenn wir ihm nicht das richtige Lager zuweisen. Das ist natürlich dann... Ja, sagen wir mal, selten dämlich, ne? Sollte man so nicht tun. Was sollten wir nicht tun? So... Ach, planieren wollte ich ja noch, genau. Gut, aber wir haben den Fehler ein bisschen rechtzeitig erkannt. Ich hätte es wieder planiert hätte hier Ewigkeiten und mich dann immer noch gewundert hätte. Aber gut, dass wir drauf geguckt haben. Ich hatte da irgendwie so... kennt ihr das, wenn ihr so eine Vorahnung habt, wenn ihr so ein merkwürdiges Gefühl in der Magengegend kriegt und denkt so, irgendwas ist da, irgendwo hast du eine Leiche im Keller, also einen Bock geschossen. Das ist immer beim Programmieren, habe ich das häufig, ne? Dass ich dann so sage, so, wenn mir dann einer erzählt, er hat das und das Problem und in mir kommt dann schon dieses Gefühl hoch, dieses, er hat recht, du hast da im Code eine Leiche drin, die nicht gut ist und da ist wirklich ein Fehler dabei, der gar nicht gut ist und da müssen wir wohl was tun. Entschuldigung, ich habe gerade einen Schluck auf, ich weiß nicht, wer an mich denkt. Irgendwer denkt an mich. Und da erinnere ich mich immer an die Worte meiner Mutter. Es denkt wer an dich und küsst einen anderen. Das wäre nicht so schön, aber wenigstens denkt man an mich, ne? Könnte man auch positiv sehen, ne? Wird an mich gedacht, auch wenn man jemand anders küsst, dann. Immer schwierig. Das ist immer schwierig, da muss ich ja sagen, da habe ich ja jetzt auch wieder am Wochenende, oder beziehungsweise nicht am Wochenende, sondern in der Woche Dinge erfahren. Ach Mann. Da soll wohl irgendwo ein Livestream gewesen sein, wo einer sich so ein bisschen daneben benommen hat, beziehungsweise so seine Freundin verloren hat, irgendwie sowas. Irgendwas war da. Keine Ahnung, was so alles im Internet so alles passiert, ne? Das sind so die merkwürdigsten Sachen immer. Aber gut, so ist es halt, das Leben.
Ja, wenn man auch schon außerhalb vom Internet manchmal merkwürdige Sachen erlebt, im Internet ist es meistens immer noch schlimmer. Und es vergisst halt nicht, ne? Das kann man sich immer wieder angucken, was man vielleicht eventuell für einen Fehler gemacht hat. Und irgendjemand, der nett zu einem ist, ein Video auf einer Plattform dazu veröffentlicht. Da muss ich immer, da habe ich zum Glück, habe ich da glaube ich Glück, dass es so, sagen wir mal, kein kompromittierendes, so muss man ja sagen, kompromittierendes Material, glaube ich, für mich, zumindest nicht wissentlich, sich irgendwo in den dunklen Ecken und des Internets herumwabert. Also für den meisten Scheiß bin ich selber verantwortlich, das ist nämlich das, was ich hier auf YouTube hochlade. Aber ansonsten denke ich mal, hoffe ich zumindest, dass nichts wirklich Schlimmes über mich findet. Also ich hoffe es. Ich glaube, ich hoffe es erstmal, aber eigentlich müsste es ja auch wissen, ne? Weil Dollar nehmen, dann habe ich mich in meinem Leben noch nicht. Oh, da muss er selber lachen. Naja, egal. Gut. Wieder Geschichten, die das Leben schreibt. Manchmal ist es gar nicht so einfach in mir. So. Achso, kennt ihr eigentlich, das ist so eine Frage, kennt ihr die Serie Scrubs? Also Scrubs, die Anfänger, diese Arzt-Serie. Mal ganz kurz wieder Werbung dafür, weil ich finde die ganz gut und finde das auch ganz gut, dass sie dann regelmäßig kommt, dass ich den ab und zu mal gucken kann. Momentan oder ab nächster Woche kann ich sie glaube ich nicht mehr gucken, weil dann läuft Malcolm mittendrin auf dem Sendeplatz. Das finde ich nicht so schön. Aber davor läuft immer ein Kiwi voller Helden. Das gucke ich immer ganz gerne. Und wie gesagt, also ich finde die Serie, die ist echt gut, also die hat was. Auch wenn die letzte Staffel ein bisschen, naja, gewöhnungsbedürftig ist, wenn man es jetzt so positiv ausdrücken möchte. Ja, ich weiß nicht, was es da so gibt. So, sieht das nicht schön aus? So langsam wird hier was draus. Aber wie gesagt, falls ihr Scrubs kennt oder so, die Serie und so, also die lief jetzt auf, also bis morgen, glaube ich. Ich glaube, das Video kommt am Donnerstag raus, bin ich mir nicht ganz sicher. Bis morgen läuft sie auf jeden Fall auf RTL Nitro noch, also am Freitag kommt aber wahrscheinlich noch eine Folge, weil ab Montag soll er wohl dann Malcolm mittendrin kommen. Naja. Den Malcolm mittendrin, muss ich auch sagen, wurde ja damals auch sehr gefeiert und haben auch sehr viele geguckt, aber das hat mich nicht ganz so abgeholt wie Scrubs. Scrubs finde ich dann besser. Ich weiß gar nicht, ob das zur selben Zeit lief oder ob nicht von den Malcolm kam, glaube ich, auch später, ne? Dann könnte ich mal auf Wikipedia gucken, wann da welche TV-Serie kam. Oh Mann, das sind alles Zeiten, das ist so lange her alles. Da merkt man dann dran, dass man immer älter wird. Wenn man denn so sieht, so die Serien, die man früher als Jugendlicher sehr gerne geguckt hat, laufen auf immer schlimmeren Spartenkanälen. Und man so früher immer so gedacht hat, ja, wozu braucht man den Kanal, ne? Und jetzt mittlerweile laufen da die Serien, die man früher gerne geguckt hat, weil sie sagen, naja gut, da reicht es immer noch dafür, dass es den Senderschnitt erreicht. Da kann man auch 2% Zuschauer oder vielleicht 1%, aber immerhin. Besser als gar keine. Und ja, man ist halt outdated irgendwann, ne? Ich finde, dann ist es soweit. Irgendwann kommt der Punkt, wo der nachher quasi das Alter so stark überhand nimmt, sondern wirklich komplett outdated ist und gar nicht mehr drauf. Ist mit dem aktuellen, was so, ja, was so die Jugend oder Jugendliche generell gut finden, ne? Da ist man dann, irgendwann ist man da raus. Naja. Der Punkt wird kommen, an dem es auch mich erwischt. Aber ich muss auch sagen, ich habe früher als Kind schon oder als Jugendlicher auch die Trends nicht unbedingt so mitgemacht. Den einzigen dummen Trend, den ich mitgemacht habe, war das Rauchen. Da muss ich wirklich sagen, das war dumm, aber naja, gut, okay. Zu machen halt, ne? Ist halt passiert. Da hat man dann halt ab und zu mal dummes Zeug getan. Also da bitte wirklich, also das ist wirklich, also das ist was ganz Dummes gewesen. Oh. Am besten gar nicht anfangen. Da fällt einem das Aufhören nicht so schwer. So. Das ist nämlich, glaube ich, so mit das Schlimmste. Da dran. Gut. Lassen wir das erstmal mit dem Planieren. Da sind wir erstmal durch, haben uns über Dinge unterhalten, die wir aus der frühen Kindheit kennen oder aus frühester Kindheit kennen. Und dann widmen wir uns mal hier den Baustellen. Und da sehen wir doch hier, ja, es wird jetzt Stück für Stück gebaut, weil hier dann jetzt doch auch der Stahl angekommen ist. Die Leute kommen hier an und natürlich auch der Baukran ist hier vorhanden.
Hier ist auch alles fertig gebaut, ne? Ja, das ist auch fertig, das ist fertig. So, dann haben wir das so mit dem Stahl wieder ein bisschen hingekriegt, ein bisschen ausgeliefert. Ich habe mich schon gewundert, warum ich so viel Geld habe, obwohl ich so viele Bauprojekte quasi aktuell hier mit im Betrieb habe. Irgendwo ist hier schon ein Stück, da wirft schon ein Stück Schatten voraus, ne? Da schmeißt was einen Schatten. Also werden hier jetzt auch schon die ersten Teile gebaut. Was ist das für ein Teil, was da Schatten wird? Weiß ich nicht. Na gut, egal. Kann ja nicht nur dieses kleine Stück sein, was da schon gebaut ist. Haben da überhaupt schon was gebaut? Die gesamte Fortschrittskonstruktion ist null. Na gut, dann wirft er irgendwas Schatten. Große Dinge werfen ihren Schatten voraus. So, gut, also unser Plattenbau ist fertig, unser Ziegelbau ist fertig. Den hätten wir damals schon haben sollen, wo wir das Ding ja nicht fangen, weil wir elendig viele Ziegel nicht kaufen müssen. Hätten wir sie aber selber produziert. Hier ist auch immer ein bisschen was los in dem Betrieb, obwohl gerade gar keine Ziegel ablaufen. Da müssen wir vielleicht eventuell auch noch mal ein bisschen immer dran feilen, dass wir denn die Leute dann zu dem Betrieben schicken, wo wir sie auch wirklich brauchen. Ich würde sagen, das reicht für heute wieder. Genug dummes Zeug gesappelt, genug gebaut. Naja, genug gebaut kann man eigentlich nie sagen hier, ne? Also da muss man durchaus mal ein bisschen mehr machen. Hier die Straße ist auch schon in der Fertigstellung, sehr schön. Also hier werden jetzt die letzten Sachen verbaut und gleich ist die Straße fertig. Dann ist die Strandpromenade hier auch schon durch. Das heißt also, wir können dann langsam aber sicher dann unsere Kohle oben noch in Gang helfen, aber als erstes kommt noch mal das hier, ne? Dann wird das noch gebaut, das Ding wird noch gebaut und die ganzen kleinen Sachen, die hier zwischendrin und rumstehen, die müssen auch noch gebaut werden. Vielleicht kaufe ich auch die eine oder andere Sache, weil momentan verdienen wir ja ganz gut Geld, obwohl es jetzt wieder unter 80.000 ist. Aber wenn die ganzen Baustellen hier erstmal denn das Material haben und es langsam aber sicher durchgeht, denke ich mal, sollten wir wieder ziemlich schnell auch über 100.000 laufen und Geld verdienen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, dass wir uns nächstes Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.